Hallo und herzlich willkommen zur Wortbäckerei, Ihrer literarischen Show in der Dr. Oetker Welt. Freuen Sie sich auf ein spannendes, lustiges und begeisterndes Programm. Und hier ist Ihr Gastgeber, Frank Kaczmarek. Ho, 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 und da sind wir wieder mit unserer Wortbäckerei. Diesmal die Weihnachtswortbäckerei. Es ist mitten im Dezember, mitten in der Adventszeit. Deswegen haben wir viel Thema Plätzchen, viel Thema Backenkuchen und natürlich wunderbare Musik. Und das dürfen wir nicht vergessen, unsere Spontangeschichte. Sie waren wieder fleißig, danke dafür. Sie haben uns wieder eine ganze Menge Begriffe geschickt. Matthias Marschalt ist schon wieder in unserem diesmal weihnachtlichen Wortbäckerei-Café. Und er muss dann eine Spontangeschichte machen aus Begriffen. Ich darf es jetzt schon mal verraten, wie zum Beispiel Krümelmonster. Wir haben Begriffe wie Rudolf das Rentier, wir haben das Bäckermesser und einer von vielen Begriffen ist dann unter anderem auch die Zollkontrolle. Das sind die Begriffe, unter anderem 10 werden es an der Zahl, mit denen wir dann unsere weihnachtliche Spontangeschichte machen. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Aber jetzt ist erstmal Zeit für unsere nächste Autorin. Sie war auch schon mal hier und sie ist eine begeisterte Frau. Sie ist viel unterwegs, schreibt ihre Bücher und sagt am liebsten dort, wo eine Bäckerei ist, wo ein Strand ist und wo Meer ist. Und wenn ich das alles habe, dann kann ich wunderbar schreiben. Ja, perfekt, das passt doch. Heute sind wir in der Wortbäckerei, dann kann sie sich wunderbar lesen. Ich freue mich auf Sie. Hier ist für Sie Anne Barnes. Einmal die Maske ab und die Brille auf. Ich habe heute Bratapfel am Meer mitgebracht und ich beginne direkt mit dem ersten Kapitel, weil ich finde, dass das ganz wundervoll zu Dr. Oetker und die Wortbäckerei passt. Es gibt Dinge, die ich für immer mit meiner Großmutter verbinden werde. Von ihr habe ich gelernt, wie man Kirschen entkernt und sie hat mir gezeigt, wie man den weltbesten aller Stollen backt, ohne Hefe, ohne Gehzeiten und er schmeckt sofort nach dem Backen. Ich schütte Zitronat und Orangeat in den Mixer, gebe 2 Eier dazu und püriere alles zu einer homogenen Masse. Im Originalrezept werden die kandierten Zitrusschalen in gehackter Form zum Teig gegeben. Aber als Kind mochte ich es gar nicht, auf die relativ festen kleinen Teilchen zu beißen. Deswegen hat Oma immer den kleinen Kniff angewendet, sie vorher zu pürieren. Genau wie die Zwiebeln, die sie so in die Fleischklopse gemogelt hat, denke ich, und ein Lächeln huscht über mein Gesicht. Seit heute Nachmittag läuft der Backofen auf Hochtouren. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Etliche Schüsseln, Löffel, Messbecher, leere Eierschachteln, halbvolle Mehl- und Zuckerpackungen, leere Backpulvertüten und andere Verpackungsreste stapeln sich auf der Arbeitsplatte. Wenn mein Mann jetzt hier wäre, würde er behaupten, das Buch sei autobiografisch. Es ist ein bisschen was Wahres dran, aber die Geschichte an sich ist frei erfunden. Eine Mehlspur verläuft vom Küchentisch über den Fußboden bis zur Spüle und an den Fliesen kleben Teigspritzer. Egal, denke ich, und schütte die Eiermischung in die Schüssel mit den restlichen Zutaten. Das Geschirr kann warten, das Leben nicht. So steht es auf dem Blechschild, das ich letztens in einem kleinen Geschenkladen entdeckt habe und unbedingt kaufen musste. Jetzt hat es einen Ehrenplatz, dort, wo bis vor 6 Monaten noch Jörns Smoothie Maker stand. Beim Kneten beobachte ich die dicken Schneeflocken, die schon seit heute Morgen schwerfällig vom Himmel fallen. Auf den Straßen liegt zentimeterhoch Schnee. Irgendwo in der Nähe schippt ein Nachbar die Straße. Ein Geräusch, das man die letzten Tage häufiger hört. Da der Teig noch zu feucht ist, schütte ich etwas Mehl dazu. Schließlich knete ich Haselnüsse und Datteln unter, fülle die Masse in eine Stollenform und stelle sie in den Ofen. Ich wische mir die Hände ab, lasse mich auf einen der Küchenstühle sinken und schaue zur Uhr. 7:15. Jeden Moment müsste Jörn hier auftauchen, um mir Einstein zu bringen. Kaum habe ich den Gedanken zu Ende gedacht, klingelt es 2-mal ganz kurz hintereinander. Ich atme tief ein, zähle bis 5 und prompt klingelt es zum 3. Mal. Manche Dinge ändern sich nie. Geduld war noch nie Jörns Stärke. Ich stehe auf, öffne die Tür und warte. Da bist du ja, du alter Ganove.
mein Herz geht auf, als der Bobtail die Treppe herauf und auf mich zugestürmt kommt. Er wackelt vor Freude mit dem ganzen Körper und springt an mir hoch. Unten bleiben, schimpfe ich, du bist ganz nass. Hi, ertönte eine dunkle Männerstimme. Ich schaue auf und sehe Jörn in der Tür stehen. Hallo. Wir mussten leider etwas weiter wegparken. Jörn schnuppert durch die Luft. Gut riecht es hier. Was backst du? Momentan ist Stollen im Ofen, aber vorher habe ich schon Apfelbrot und ein paar Lebkuchen gebacken. Hm, macht Jörn, das klingt gut. Ist es, entgegne ich knapp. Jörn fährt sich durchs Haar, auf dem gerade die letzten Schneeflocken schmelzen. Ach, Caro, alarmiert horche ich auf. In seiner Stimme klingt ein etwas höherer Ton mit. Er klingt wehleidig. Ist was mit Einstein? Er ist schon über 10 Jahre alt. Seine linke Hüfte macht nicht mehr so mit. Und in der letzten Zeit hat er schlecht gefressen. Nein, es ist nur so, dass... Er winkt ab. Ach, schon gut. Ich zögere einen Moment, bevor ich einen Schritt zur Seite gehe. Komm doch kurz rein. Jörn geht hinter mir her in die Küche und lässt seinen Blick über das Chaos schweifen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das alles hier vermisse. Er lächelt wehmütig. Dein Stollen ist der beste, den ich je gegessen habe. Ich schreibe Fiona gerne das Rezept auf. Den Sarkasmus in meiner Stimme versuche ich gar nicht erst zu unterdrücken. Ja, du hast ja recht, sagt Jörn. Ich kann verstehen, dass du immer noch sauer bist. Ich habe es nicht anders verdient, aber... Er lächelt schief und zuckt mit den Schultern. Wie kommst du darauf, dass ich immer noch sauer bin? Frage ich. Das würde heißen, ich lächle zuckersüß, dass du mir noch was bedeutest. Autsch, sagt Jörn. Das war gemein und so nicht ganz richtig. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, um mich zu entlieben, aber es ist mir immer noch nicht ganz gelungen. Doch das muss ich Jörn nicht unbedingt auf die Nase binden. Mir liegt eine Entschuldigung für meine Bemerkung auf den Lippen, die ich mir jedoch im letzten Moment verkneife. Gerade noch rechtzeitig erscheint das Bild vor meinem inneren Auge, bei dem mir auch jetzt wieder die Galle hochkommt. Jörn und Fiona in inniger Umarmung und mit verschmolzenen Mündern im Vereinshaus unseres Sportvereins. Der Schmerz sitzt immer noch tief. Ich betrachte meinen Nochmann einen Moment, schließlich seufze ich, gehe zum Kühlschrank, hole eine Flasche Apfelschorle heraus, gieße 2 meiner niegelnagelneuen Bechergläser damit voll und reiche ihm eins davon. Jörn hat abgenommen und dunkle Ringe unter den Augen. Ihm stand seine Verfassung schon immer ins Gesicht geschrieben. Er sieht müde aus und traurig. Was ist los? Frage ich. Jörn zuckt mit den Schultern, seine Augenlider flattern. Irgendwas ist da passiert, da bin ich mir sicher. Fiona hat mich verlassen. Ich hätte nicht trinken sollen, nachdem ich Jörn die Frage gestellt habe. Sofort verschlucke ich mich und schaffe es gerade noch rechtzeitig bis zum Waschbecken, in das ich die Schorle pruste. Als ich mich wieder aufrichte, zieht sich mein Oberbauch kolikartig zusammen. Ich krümme mich vor Schmerzen und schnappe nach Luft. Jörn ist sofort zur Stelle. Er legt seinen Arm um meine Schulter. Was ist los? Muss ich einen Arzt rufen? Quatsch! Ich schiebe seinen Arm von mir weg. Normalerweise müsste ich jetzt eine gewisse Schadenfreude verspüren, aber stattdessen ist das tatsächlich Mitleid, das in mir aufkeimt. Wahrscheinlich Berufskrankheit, denke ich. Immerhin bin ich Krankenschwester. Da sagt Jörn, jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast, als ich dich verlassen habe. Einen Moment lang fehlen mir die Worte, aber schließlich sprudeln sie doch aus mir heraus. Nein, weißt du nicht. Wir beide kennen uns seit 8 Jahren. Wir hatten vor, Kinder zu kriegen und gemeinsam alt zu werden. Bis dass der Tod uns scheidet, Jörn, Fiona und du. Ihr hattet ein Dreivierteljahr, wenn ich die ersten 3 Monate mitrechne, in denen ihr euch heimlich getroffen habt. Ja, du hast natürlich recht. Tut mir leid. Jörn fährt sich durchs Haar. Das war doof von mir. Da ertönt der Standardklingelton meines Handys. Die Klinik ruft, sagt Jörn. Und wahrscheinlich hat er recht. Allen Personen, mit denen ich häufiger telefoniere, habe ich personalisierte Klingeltöne zugeordnet. Jörn habe ich mittlerweile auch auf den Standardton gesetzt, nachdem ich ihm kurzzeitig eine weniger nette Variante verpasst habe. Aber Jörn steht direkt neben mir. Es ist also nicht der mich gerade anruft. Ich drücke ihm das Leckerchen in die Hand und greife nach meinem Handy.
Das Leckerchen war für den Hund. Jetzt bin ich aus. Anne Barnes, so, ich habe für dich hier das Mikrofon. Anne, ich grüße dich. Genau. Du bist ja von Haus aus Lehrerin gewesen. Ich liebe Lehrerin, das ist schön, aber deine Geschichten sind kalorienreich, sind absolut toll. Und du bist das zweite Mal hier und das hat auch einen guten Grund. Genau, ich war letztes Jahr hier und ich habe mich nicht nur in diesen tollen Vanillepudding verliebt, sondern auch in die Band, die hier war und Musik gemacht hat. Das war die Gruppe Cher und darf verraten, dass die heute auch hier sind. Natürlich, ja. Ja, wir haben uns gut verstanden und haben festgestellt, dass meine Bücher und ihre Musik gut zusammenpassen und die haben einen Weg in mein Buch gefunden. Und ich glaube umgekehrt auch, dass deine Texte auch so ein bisschen Inspiration waren für die Musik. Das spreche ich dann nachher noch mit Cher ab. Aber es ist eine Kooperation entstanden dadurch. Es ist eine Kooperation. Es wird in meinem Buch nicht nur gebacken, es wird auch Musik gemacht. Und ein Rezeptbuch gibt es auch von dir? Es gibt Rezepthefte von mir, genau. Und es gibt auch ein Dr. Oetker Rezept da drin. Können wir euch sagen, wir sind jetzt zu Gast in der Dr. Oetker Rezept. Heute darf ich, ja. Also genau. Dr. Oetker hat auch ein Rezept gemacht. Wird gebacken und Musik gemacht. Es geht ans Meer. Es wird lecker und gemütlich. Und das ist doch wunderbar, wenn wir nicht nur tolles Programm bieten, sondern auch so ein bisschen als Kontaktbörse funktionieren und dann wirklich tolle, tolle künstlerische Projekte daraus entstehen. Ja, wir kommen ja auch gern jedes Jahr wieder. Ne? Also das ist schön hier. Das kriegen wir hin, ganz bestimmt. Und du hast ja gesagt, du schreibst am liebsten, wenn du mehr um dich rum hast, eine gute Bäckerei muss in der Nähe sein. Da beneide ich dich, wenn ich dich angucke und ich sehe eine Bäckerei. Und wenn ich mich angucke, sehe ich eine Bäckerei. Also dann geht dir besser du, bei mir ist dann schwierig. Geht's auch ohne oder hast du schon mal überlegt, ein Buch in den Bergen zu schreiben? In der Tat, also weil auch in den Bergen wird gebacken. Also gerade jetzt in Österreich oder so gibt es ja ganz viele leckere Sachen. Aber es ist tatsächlich so, dass Anne Barnes immer irgendwo ist, wo Wasser ist. Und wie viel Kalorien pro Seite verbrauchst du dann oder nimmst du dann zu dir? Verbrauchen wäre gut. Also es ist wirklich so, dass ich pro Buch zunehme, ne? Weil ich die Rezepte auch immer austeste. Okay. Und das geht auf die Hüften. Also das quasi Recherche mit Leib und Seele im wahrsten Sinne des Wortes dann? Mit Leib und Seele, genau. Und deine Leser und Leserinnen danken es dir, weil es sind wirklich tolle, tolle Geschichten, die man wirklich so ganz gemütlich, gerade jetzt auch in der Winterzeit, schön wunderbar lesen kann. Genau, lesen und nachbacken. So ist es. Und deswegen, weil wir mitten im Dezember sind, bald ist ja Weihnachten, ist ja nicht mehr lange hin, 9 Tage noch. Deswegen wollen wir gucken, dass der Bratapfel nicht kalt wird. Ganz viel Spaß mit Anne Barnes. Es geht weiter mit den Bratäpfeln am Meer. Okay, das Leckerchen war natürlich für den Hund. Ich habe es eben dem Jörn in die Hand gedrückt, aber ich glaube, das hätte auch gepasst im Buch. Auf dem Display blinkt die Nummer der Klinik auf. Caro ist Intensivkrankenschwester. Fischer, melde ich mich. Hallo Caro, Lena hier. Sie seufzt. Und ich weiß in dem Moment, was kommt. Gabi hat sich krank gemeldet. Frühdienst? Ja, sagt Lena. Tut mir echt leid. Blödsinn, dafür kannst du doch nichts. Du übernimmst also? Natürlich, wie so oft in den letzten Jahren. Lena atmet erleichtert auf. Hier steppt mal wieder der Bär. Wir haben 7 Beatmungen. Deiner alten Dame geht es aber besser. Sie hat sich stabilisiert. Morgen kommt sie auf die normale Station, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Das ist gut. Dann wünsche ich dir einen schönen und vor allen Dingen ruhigen Abend. Denk dran, dass die Straßen morgen früh wahrscheinlich glatt sind. Und du komm gleich heil nach Hause. Bis dann, verabschiede ich mich. Trenne die Verbindung und lege das Handy wieder auf die Arbeitsplatte. Soll ich noch mal auf Einstein aufpassen? Fragt Jörn. Ich könnte ihn jetzt gleich wieder mitnehmen. Dann müsstest du ihn nicht in aller Früh bei mir absetzen. Morgen ist der letzte Schultag vor den Ferien. Ist dann nicht immer eure kleine gemütliche Weihnachtsfeier nach dem Unterricht? Du bist erst gegen 5 zu Hause, ich gegen 2:30. Jörns Gesicht gleicht dem eines verwundeten Rehs. Ich melde mich krank. Mir geht das nicht so gut. Mit der Diagnose Liebeskummer? Frage ich. Nein, mit der Diagnose, dass ich den Fehler meines Lebens gemacht habe, als ich mich auf Fiona eingelassen habe. Du warst das Beste, was mir je passiert ist. Und ich habe es vermasselt. Sagst du jetzt, nachdem Fiona dir den Laufpass gegeben hat? Er räuspert sich. Genau genommen habe ich nie aufgehört, dich zu lieben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das alles bereue. Er lächelt schief. Ich bin echt ein Idiot. Ich hab's versaut. Ja, das hast du. Auf Jörns Liebesbekenntnis gehe ich nicht ein. Das muss ich erst mal sacken lassen. Sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt rausschmeiße, sage ich stattdessen. Aber du hast ja gehört, dass ich morgen ganz früh raus muss.
Ich deute mit dem Kopf zur Arbeitsplatte. Und das Chaos muss ich auch noch beseitigen. Soll ich dir vielleicht helfen? Bietet Jörn sich sofort an? Nein, lass mal. Ihm muss es wirklich schlecht gehen. Früher hat er sich immer gedrückt, wenn es ums Putzen ging. Das machst du, indem du morgen auf Einstein aufpasst. Aufräumen kann ich allein. Na gut, sagt Jörn und setzt wieder den wehleidigen Gesichtsausdruck auf. Als wir rüber ins Wohnzimmer gehen, um Einstein zu holen, der wieder in seinem Körbchen liegt, bleibt Jörns Blick am Esstisch hängen. Dort habe ich meine Elisenlebkuchen und das Apfelbrot zum Auskühlen auf Gittern stehen. Hm, macht er und deutet mit dem Kopf auf die Lebkuchen. Die sehen aber lecker aus. Weiße Schokolade, was steckt darunter? Pistazien, Mandeln, püriertes Zitronat, erkläre ich. Die mit der dunklen Schokolade sind mit Walnüssen, Haselnüssen und püriertem Orangeat. Und in denen mit Vollmilch stecken Haselnüsse, Mandeln und gehackte Belegkirschen. Willst du welche mitnehmen? Ein Lächeln breitet sich auf Jörns Gesicht aus. Da sage ich auf keinen Fall nein. Ich gehe zum Schrank, wo ich die Butterbrottüten aus Papier aufbewahre. 10 Minuten später klappt die Wohnungstür zu. Mein Nochmann ist samt Hund, 6 Lebkuchen und einem halben Apfelbrot wieder verschwunden. So sind wir Frauen, ne? Geben noch was zum Essen mit. Ein paar Seiten weiter, ich bin schon auf Seite 67 jetzt, nimmt Caro sich eine Auszeit. Sie fährt dahin, wo ich auch gerne hinfahre. Sie fährt ans Meer und zwar kurz nach Weihnachten. Es ist kalt draußen, es sind -8 Grad. Aber durch den Wind wirkt die Temperatur noch eisiger. Einstein hat es sich hinten in seinem Kofferraumkörbchen bequem gemacht. Mein Gepäck habe ich auf der Rückbank verstaut. Obwohl ich nur eine Woche verreise, ist es verdammt viel. Das liegt an der Tatsache, dass ich für einen Winterurlaub gepackt habe, obwohl ich doch auf eine Insel fahre. Anstatt Bikinis, Flipflops und kurzen Kleidern gehören Merino-Unterwäsche, dicke Schneeboots und Strickpullis zu meinem Gepäck. Außerdem eine Hundedecke, Futter, 2 Näpfe und 2 alte Handtücher, mit denen ich meinen haarigen Bobtail trockenruppeln kann. Von hier aus sind es genau 278 Kilometer bis zum Parkplatz von Norddeich, wo ich den Wagen für die nächsten 7 Tage abstellen werde. Dann geht es weiter zum Hafen und auf die Fähre. Nachdem ich das Navigationsgerät eingeschaltet habe, drehe ich mich noch einmal um zu Einstein. Er hat sein Kinn auf die Rückbank gelegt und sieht mich an. Leg dich hin, Einstein, sage ich, wir fahren jetzt. Ohne Proteste verschwindet der Wuschelkopf. Ich drehe den Schlüssel, stelle meine Sitzheizung an und rolle los. Dabei fällt mir ein dunkelhaariger, großer Mann auf, der am Rand der Straße steht, die zur Ausfahrt von der Raststätte führt. Er trägt eine dicke, olivgrüne Daunenjacke und hält mir ein Schild entgegen. Irgendwohin, steht in großen Druckbuchstaben darauf geschrieben. Den kenne ich doch, sage ich laut zu mir selbst, während ich im Schneckentempo an ihm vorbeifahre und die Gitarre entdecke, die neben seinem Rucksack steht. Ohne weiter darüber nachzudenken, halte ich an. Hinter mir kommt kein Auto, also lege ich den Rückwärtsgang ein und rolle wieder zurück. Ich lasse das Fenster der Beifahrerseite runter und schaue zu ihm rüber. Ich fahre bis nach Norddeich, rufe ich. Er nickt und schultert seine Gitarre. Das Gepäck muss hinten auf die Rückbank, im Kofferraum liegt mein Hund. In Ordnung, sagt der Mann. Jetzt bin ich mir fast 100%ig sicher, dass ich ihn kenne. Er hat mich mit seinen dunklen Locken schon damals an Max Herre erinnert. Und auch heute noch sieht er ihm ähnlich. Das ist jetzt so ziemlich genau 10 Jahre her, überlege ich. Damals habe ich gerade meine Ausbildung in der Essener Uniklinik absolviert. Während der Mann seine Sachen auf der Rückbank verstaut, wird er misstrauisch von Einstein beobachtet. Alles gut, Einstein, sage ich. Nur 2 Minuten später sitzt mein Mitfahrer neben mir und schnallt sich an. Hi, ich bin Caro. Max, sagt er. Ach nee, rutscht es mir heraus. Echt jetzt? Er sieht zu mir rüber. Du spielst auf meine Ähnlichkeit mit Max Herre an? Mit ihm bin ich schon lange nicht mehr verglichen worden. Liegt wahrscheinlich an der Gitarre. Verwandt sind wir auf jeden Fall nicht. Wir tragen lediglich den gleichen Vornamen. Okay, ich starte den Wagen und fahre los. Du hast ein ungewöhnliches Ziel. Irgendwohin. Und das um diese Jahreszeit. Kein Ziel, erklärt er. Einfach weg. Auf und davon. Mutig, sage ich. Wohl eher das Gegenteil.
Max lässt seinen Kopf gegen die Autoscheibe sinken und schließt die Augen. Setze mit der Fähre rüber bis nach Jüst, erkläre ich. Aufs Töverland. Eine schöne Insel. Warst du schon einmal dort? Ja, aber das war in einem anderen Leben. Max ist also der Mann mit der Gitarre und ich freue mich jetzt auf zwei tolle Musiker. Und wir haben uns gefreut, dass Anne Barnes heute bei uns zu Gast war und sie hat es schon gesagt, genau, wir können an der Stelle auch ruhig klatschen. Wir haben jetzt ein paar Leute, Mitarbeiter hier heute in der Wortbäckerei, genau, das macht doch ein bisschen Stimmung. Sie hat es ja gerade schon gesagt, jetzt kommen Chris und Micha zu uns, sie waren ja auch schon mal hier. Und wenn sich ihre Texte auch für einen Buchtext eignen, ihre Liedtexte, dann auf alle Fälle auch gesungen, wunderbar, zweistimmig. Und wenn man sie fragt, was macht ihr eigentlich für Musik, dann sagen sie, Pop, das ist schon alles. Und sie werden gleich auch eingefangen, ich darf auch mal rübergucken von Silke, unserer Kamerafrau. Silke, guck noch einmal, da bist du gerade, hallo. Dann wird sie auch mal ein bisschen sehen, wie es hier hinter den Kulissen bei uns aussieht. Jetzt kommen Sie zu uns, Cher, auch dort geht die Erfolgsgeschichte steil nach oben. Die Zusammenarbeit wunderbar, auch entstanden hier in der Wortbäckerei. Und jetzt natürlich passend zu unserer Adventszeit, wunderbare Musik, die zu Herzen geht, voller Gefühl. Das sind unsere beiden Jungs, hier sind für Sie Cher. Guten Morgen, gute Zeit. Wir haben uns lange nicht gesehen. All die tausend Kleinigkeiten müssen heute Schlange stehen. Du hast gesagt, so ist das Leben. Es geht nicht immer geradeaus. Und wenn du gehst, dann kommt das Beben und macht hier alle Lichter aus. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, bleiben alle uns stehen. Bitte sag mir, dass du da bist, dass du einfach auf mich wartest. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, tut es weh, wieder zu gehen. Bitte sag mir, dass du da bist, dass du einfach auf mich wartest. Für jedes Ende, kommt irgendwo ein Neubeginn. Ich leg mein Herz in deine Hände, bis ich dann wieder bei dir bin. Heute wieder auf der Bühne der Wortbäckerei. Euer Applaus, ich grüße euch. Ich fange mit dir einfach mal an, Micha. Ja. Wenn man plötzlich seine Liedtexte in einem Buch liest, wie komisch ist sowas? Sehr komisch, definitiv. Das ist, das hat man ja vorher auch natürlich dann noch nie erlebt und es ist wirklich sehr, sehr komisch. Wenn man ein Buch aufschlägt und es ist in dem Buch von der lieben Anne so, das Buch fängt mit unserem Text, mit dem Lied, das wir gerade gespielt haben, fängt das Buch überhaupt erst an und das ist irre. Und das ist ja auch dann ein Zeichen für einen als Autor, dass man sagt, da muss ich weitermachen, weil das bewegt die Leute und das ist ja auch genau das, was sie lesen, hören und du erleben wollen. Du meinst Anne jetzt?
damit die auch. Ja. Natürlich, eure Texte, wenn andere das so aufnehmen, natürlich. Ja, ja, klar. Nee, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall für uns irgendwo natürlich auch eine Auszeichnung, eine Bereicherung halt irgendwo. Das haben wir vorher auch nie drüber nachgedacht, sowas mal zu machen. Und dann halt irgendwann das entstehend aus der Wortbäckerei letzten Endes, dann halt so tun zu können, ist halt schon super, auf jeden Fall. Genau. Jetzt komme ich zu dir. Wie ihr damals das erste Mal hier wart, das war ja schon eine Erfolgsgeschichte mit Share, wo man sagen kann, man merkt, der Weg geht langsam nach oben. Mittlerweile über 150 verkaufte Tonträger, 150.000 verkaufte, nicht nur 150. Und ich habe es auch sogar hier dabei, ich kann es nochmal raussuchen hier. So, das ist so, wenn ich die beiden Jungs mit nach Hause nehmen will, was haben wir dann ungefähr 150 Kilo zusammen und das Ding wiegt hier nur 10 Gramm. Also da auf alle Fälle die CD kaufen. Es ist ja auch bald Weihnachten, wer noch kein Geschenk hat. Wie geht's weiter mit euch? Also jetzt ist ja erstmal ruhige Jahreszeit. Du weißt ja, wir können im Moment auch gar nicht so viel machen. Darum genau. Für uns erstmal total genial, dass wir überhaupt jetzt spielen können. Und wir nutzen gerade die Zeit, um viel zu schreiben und ja, einfach alles rauszulassen, was sich so ansammelt über die Zeit. Das heißt, man darf gespannt sein. Wir haben vor kurzem gerade mit einem neuen Song angefangen, aber der ist noch ganz geheim. Nee, das wollen wir auch gar nicht verraten. Dafür kommt dann in 2-3 Jahren wieder, ist immer so ein 2-Jahres-Rhythmus. Das ja. Können wir auch gerne so halten. Dann hat Anna auch wieder ein neues Buch und dann haben wir euch wieder im Doppelpack. Das kriegen wir auch so hin. Aber ihr bleibt eurem Thema treu, eurem Genre. Also Lieder, die jetzt wirklich zu Herzen gehen, oder darf es mal gerne auch was Flottes sein, dass man sagt, da kann getanzt werden, Partymusik, ist erstmal nicht so. Also der neue Song ist auf jeden Fall schneller. Guck mal. Aber also ich glaube, es ist immer gut, wenn man offen ist für Neues. Das heißt, wir probieren auch viele Sachen aus und benutzen auch elektronische Geschichten und sowas, um einfach mal zu gucken, wo kann es hingehen. Aber okay. Da sind wir, glaube ich, selber noch, wir finden uns da auch noch ein bisschen. Okay. Ja, unser nächster Gast, der kommt, das ist ja, ich weiß gar nicht, da können wir gerade mal besprechen, ob er Comedian ist, ob er Satiriker ist, ich erkläre das gleich noch. Was würde jetzt passieren, wenn er plötzlich sagt, ich nehme die Songs von Cher und mache damit ein Comedy-Programm? Ich glaube, dann kriegen wir Ärger mit Anne. Ich würde dann vermitteln. Danke erstmal an euch, wir sehen uns gleich noch auf der Bühne. Cher, meine Lieben, Cher. Wunderbar. Ja, und mein nächster Gast heißt Lennart Rosser und er hat sein Programm genannt Laubhaken im Wind, also auch eine unendliche Geschichte. Und man kann gar nicht sagen, was ist er? Ist er Poetry Slammer? Ist er Comedian? Ist er Autor? Gar keine Ahnung. Machen Sie sich am besten ein Bild davon. Auf eins kann ich Ihnen sagen, er ist definitiv sehr sympathisch, sehr lustig und wir werden eine ganze Menge Freude an ihm haben, dass er heute sein Debüt hier auf dieser Bühne gibt. Zum ersten Mal in der Wortbäckerei. Hier ist für Sie Lennart Rosser. Herzlich willkommen bei der Wortbäckerei. Ja, Grüße zurück. Cher, Jungs, mega schmissig, richtig geil, hat mir gut gefallen. Ich teile Dinge mir gerne in Kategorien ein, das war auf jeden Fall auf der Skala von Schmissigkeit im Bereich des Schmissigen. Wie schon ein bisschen richtig angekündigt, ich komme aus verschiedenen Genres, ich bin Autor, Comedian, Kabarettist. Neulich schrieb eine Zeitung über meinem Programm, dass ich Poetry und Comedy, Kabarett und das Wikingertum in einem vereine. Und ich weiß nicht, wie ich in dem Genre gelandet bin, denn ich wüsste nicht, wie ich als Wikinger bestanden hätte, weil ich eigentlich viel zu soft bin, so als Typ. Deswegen habe ich auch als ersten Text was mitgebracht, wo es um Liebe geht. Und dieser Text heißt Ein Besuch auf dem Finanzamt. Genervt sitze ich im Finanzamt Köln-Süd. Trotz Termin um 8.30 Uhr wurde ich bei meinem Eintreten von etwas Bärtigem mit schlechter Laune gebeten, eine Wartemarke zu ziehen. Termin und Wartemarke, ein Einfall, wie ihn nur die deutsche Bürokratie oder aber eine Gruppe Schimpansen haben kann, die gerne Unschuldige mit ihrem Kot bewirft. Seit 3 Stunden sitze ich also nun im tristen Flur des Gebäudetraktes C und halte aus völlig nebulösem Grund einen Zettel mit der Aufschrift 42 in Händen. Außer mir sitzt seit 3 Stunden niemand im Flur des Gebäudetraktes C. Entweder verstecken sich die anderen 41 Wartemarkeninhaber in den zahllosen Aktenschränken, die den Gang säumen, um mit dem größten Streich seit Günther Oettingers Berufung zum EU-Kommissar für digitale Wirtschaft zu spielen. Oder aber man wird aufgrund einer mir unbekannten finanzamtlichen Norm immer in 41er Blöcken in Zimmer C07 gerufen. Sollte das hier allerdings noch ein bisschen so weitergehen, könnte es sich natürlich auch einfach um den Gesamtzählerstand des Wartemarkenautomaten der vergangenen 5 Jahre handeln.
Ich habe bereits alle Deckenplatten gezählt, 5 einzelne Schluck Kaffee in Plastikbechern von 1983 am Automaten gezogen, ein langes schwarzes Haar aus einem Muttermal an meinem Oberarm gezupft und 2 Makramee-Tücher geknüpft. Um nichts unversucht zu lassen und wegen der 42 auf meinem Zettel, habe ich in Gedenken an Ford Präfekt aus Per Anhalter durch die Galaxis sogar eines der Tücher im Flur ausgebreitet, gen Himmel geschaut und provokant auf das am Boden liegende Stück Stoff gedeutet. Zu meiner Enttäuschung war jedoch rein gar nichts passiert. Lediglich der bärtige Portier hatte mir einen bösen Blick zugeworfen und mahnend gerufen: "Im Flur ist Beten verboten!" Als ich um 11.45 Uhr die Hoffnung bereits aufgegeben habe, werde ich dann schließlich doch noch aufgerufen. Puh, denke ich, das war knapp. Gleich ist hier auch schon wieder Feierabend. Ich betrete Zimmer 1007 und stelle umgehend fest, dass es mir im Flur besser gefallen hat. Die Einrichtung des Raumes entspricht der Definition des Wortes freudlos. Lediglich die Beamtin, die hinter der grauen Tristesse eines klobigen Metallschreibtisches vegetiert, unterbricht die bedrückende Monotonie dieses Ortes. Ihr Gesichtsausdruck hat in etwa so viel positive Ausstrahlung wie das Bild eines vertrockneten Kaktus. Hasserfüllt starrt sie mich aus kleinen, trüben Augen an und mit jeder Faser ihres Körpers gibt sie mir zu verstehen, wie sehr sie mich nicht in ihrem Büro haben will. Charmant versuche ich, die Stimmung etwas aufzulockern und überreiche ihr lächelnd eines der Makramee-Tücher. Regungslos starrt die Frau mich an. Eilig reiche ich ihr also meinen Zettel mit der 42 sowie ein Antragsformular. Kommentiert sie mein Handeln ohne erkennbaren Grund. Kurz darauf wendet sie sich dann aber dennoch ihrem Bildschirm zu und beginnt genervt ein paar Fragen zu stellen. Trotz ihrer Arbeitsgeschwindigkeit eines legasthenischen Faultiers ohne Hände tippt die Beamtin innerhalb von nur 6 Minuten all meine Daten in ihren Computer, überreicht mir einen Ausdruck und bedeutet mir in militärischer Geste umgehend wieder zu verschwinden. Ich blinzle ungläubig. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, denke ich. Dafür bin ich doch jetzt nicht extra hier. Zwischen 2 Liedschlägen überkommt mich plötzlich die Erkenntnis, dass die gesamte Tortur des Vormittages auch in wenigen Minuten von zu Hause aus hätte geregelt werden können, wäre dieses gottverdammte Amt binnen der letzten 20 Jahre mal von irgendwem ans Internet angeschlossen worden. Schlagartig infiziert mich die miserable Laune meiner Sachbearbeiterin. Mein Magen zieht sich zusammen, meine Lider zucken, meine Lippen beben zornig. Gute Frau, heutzutage kann man Menschen an den entlegensten Orten der Welt anrufen, selbst im Westerwald Porno streamen, sich im Rewe an der Kasse selbst bedienen oder per rotem Knopfdruck den gesamten Planeten auf seine atomare Ebene zurückbomben. Aber für die simple Eingabe von Name, Geburtsdatum, Nationalität und Art der Gewerbeanmeldung sitzt man 3,5 Stunden hier bei Ihnen im gottverdammten Stimmungsäquivalent eines Philipp Poisel-Konzerts, depressiv und suizidgefährdet. Mittlerweile gibt es wirklich von allem zu viel, nur von guter Laune und Digitalisierung auf Ihrem Amt nicht. Diese ganze Institution ist wie ein vor sich hin kompostierender Haufen hoffnungsloser Kommunalbeamter, dem man am liebsten allen eine Karte bedruckt mit den Worten »Gute Besserung« schicken möchte. Ihr seid zwar nicht krank, aber es wäre schön, wenn ihr euch bessern würdet. Will ich ihr entgegenschreien? Doch ich kann nicht. So schnell die Wut über mich gekommen ist, so schnell ist sie auch schon wieder verflogen und an ihre Stelle tritt eine friedliche Einsicht. Ich lächle freundlich, schaue meine Sachbearbeiterin tief in die Augen und sage: Danke, Sabine. Danke, dass du dich jeden Tag um die Belange anderer kümmerst und danke für all die vielen ruhigen Momente in deinem Wartezimmer. Du bist wirklich großartig, Sabine. Völlig verdutzt und zugleich gerührt schaut Sabine mich an und haucht: Aber ich heiße doch gar nicht Sabine. Bevor sie weiterreden kann, drehe ich mich bereits um und verlasse Zimmer 1007. Zufrieden schreite ich den Flur des Gebäudetraktes C entlang und freue mich über mein Verhalten. Sicher, da ist schon noch Luft nach oben, aber was kann ich dafür, wenn die hier keine Namensschilder tragen, denke ich. Und außerdem ist es ja der Wille, der zählt, denn wenn die Corona-Zeit uns eins gelehrt hat, dann doch, dass Ceva auch als Toilettenpapier funktioniert. Natürlich nicht. Was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass schlechte Laune dann am Ende ja irgendwie auch niemandem hilft. Es gibt ohnehin schon viel zu viel davon. Also lasst euch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Reichsflaggenschwenkern, Querdenkern, Politikern oder sonstigen Miesepetern dieser Tage beirren. Freundlichkeit ist kein Verbrechen, egal welche Meinung man vertritt. Wünscht den Menschen an der Supermarktkasse einfach mal wieder einen bezaubernden Resttag, antwortet auf Facebook-Hasskommentare mit romantischer Poesie, streichelt eine Kuh oder keine Ahnung, umarmt spontan einen Polizisten.
Probiert diese Dinge aus und ihr werdet merken, dass all die Freundlichkeit, die ihr gebt, auch zu euch zurückkommt. Spätestens, wenn ihr euch nach einer Bahnfahrt betrunken beim Lokführer dafür bedankt, dass er euch mitgenommen hat und dieser mit dem Satz antwortet: Kein Problem, junger Mann. Ich muss sowieso hier lang. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitnehmen und bleibt so nett, wie ihr seid, an euren Endgeräten. Lennart Rosa, ich grüße dich. Hallo. Lennart. Ich grüße zurück, mein Lieber. Ja, schön, dass du den weiten Weg aus Köln zu uns geschafft hast. Wir müssen reden. Ja, bitte, erzähl, schieß los. Was genau hast du für Fragen? War das mit Kalkül, dass du gesagt hast, okay, ich mache alles. Ich mache Satire, wenn es mal ein bisschen böser sein soll. Ich mache Poetry Slam, wenn der Text mir gerade nicht einfällt, dann kann ich es ablesen. Und ich bin Comedian, dass du wirklich alles abdecken kannst. Oder hat sich das zufällig so ergeben? Es hat sich zufällig ergeben, weil ich hatte auf alles so ein bisschen Bock. Also ich habe irgendwie angefangen mit Poetry in der Uni, so ganz nebenbei. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, schreiben macht Spaß. Habe ein paar Open-Mic-Comedy-Auftritte ausprobiert. Und dann kam alles so zueinander. Und ich merkte irgendwie, warum trennt man eigentlich in Kunst und Kultur immer alles? Warum gibt es Poetry Slams, Comedy-Veranstaltungen, Kabarett-Veranstaltungen, also es gibt ja auch keine Kabarett-Open-Mics. Warum nicht mal alles zusammen machen? Und so mache ich das in meinem Programm eigentlich auch. Also ich mache schon primär Kabarett, aber es gibt halt auch mal einen lustigen Text zwischendurch, weil manche Dinge lassen sich besser irgendwie, ja, gelesen präsentieren. Das merkt man ja gerade, wenn so Autoren vorlesen, es ist eine andere Stimmung. Ja. Und das heißt also, du kannst wirklich zwischen den Stimmungen wechseln und wenn dann einer sagt, Mensch, das ist aber keine Satire, dann sagst du, nee, ich bin ja eigentlich Comedian. Genau, also ich kann es mir wild aussuchen. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo das eine gefragt ist und ich mache es nicht, dann sage ich, ach, Mist. Ich kann was anderes, ganz ja, genau. Genau. Und du kannst ja wirklich aus dem Vollen schöpfen dann. Also aus sämtlichen Themen, wir haben es ja gerade gehört, Corona war ein Thema für dich, aber auch dann das Finanzamt und die alltäglichen Geschichten, das kannst du alles entsprechend dann verarbeiten. Genau, es besteht unfassbar viele Möglichkeiten, sich dazu entfalten und auch gerade in der Corona-Zeit waren die Texte natürlich eine Möglichkeit, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, sich da so ein bisschen mehr auszuprobieren, weil Comedy ist halt vor der Kamera einfach, macht einfach auch keinen Spaß. Genau. Aber hier schon. Hier schon, weil so. Lesen ist auch was anderes. Da ist man in sich, da kann man so machen, da kriegt man eh nicht viel mit. Bei Comedy brauchst du eine Resonanz unmittelbar. Und das ist halt dann oft so ein bisschen, erzählst du einen Witz und dann denkst du so, und nu? So. Knirschen denn die Kollegen mit den Zähnen und sagen, Mensch, Herr Lennart, also das macht der echt alles, der soll doch bei einem nur bleiben, dass die Konkurrenz so groß wird, dass sie Angst haben? Die meisten kriegen das überhaupt nicht mit. Die einen kennen mich aus dem Poetry, die anderen kennen mich irgendwie, dann war ich neulich auf der Frankfurter Buchmesse jetzt, da habe ich ein paar kennengelernt und dann bist du wieder bei einer Comedy-Veranstaltung und die denken, ach, was, du schreibst auch oder ach, du machst auch Comedy, das ist denen überhaupt nicht präsent. Also ich mische da überall so ein bisschen mit und gehöre nirgendwo richtig dazu am Ende. Laubhaken im Herbst, dein Programm? Laubhaken im Wind, aber im Herbst gibt es das auch zu sehen. Im Wind auch, deswegen haben wir Wind. Wenn es wieder losgeht, abendfüllendes Programm, dann durch ganz Deutschland unterwegs? Das ist so ein bisschen der Plan. Also ich bin ja noch jetzt nicht so lange dabei. Also ich habe schon ein Programm, ich habe das auch schon hier und da mal 60 Minuten gespielt. Ich habe auch 2 Stunden Material. Und es soll dann Anfang 2022, wenn hoffentlich alles vorbei ist, habe ich jetzt 5 Termine stehen für die erste kleine richtige Tour. Nach 3 Jahren auf der Bühne stehen, dann wird es auch Zeit. Dann wird es absolut Zeit, ganz genau. Jetzt sind die nächsten Minuten nur für dich. Unsere Wortbäckereibühne nur für dich. Unsere Kameras nur für dich. Unser Publikum zu Hause an den Geräten nur für dich. Ich freue mich drauf. Ich hier ist auch noch einmal Lennart Rosa. Ja, ich freue mich, den schriftlichen Abschluss, wobei, nee, es gibt ja gleich auch nochmal was Improvisiertes, da freue ich mich auch schon drauf, aber den Abschluss mit dem Lesen auf dieser Bühne zu machen, es ist so, ich habe es ja gerade schon angerissen, ich habe auch ein Buch geschrieben als Autor, das war so das Erste, was ich gemacht habe, das Ganze heißt Die Autobiografie eines unbedeutenden Mannes. Und dann hat Corona uns, mir und der Agentur, so ein bisschen Steine in den Weg geworfen mit der Veröffentlichung. Längere Geschichte ist gerade etwas schwer. Ich habe dann aber angefangen, so in dieser ersten Lockdown-Phase, die wir so Anfang des Jahres, im April, Mai auch hatten, einfach über das Buch hinaus noch so ein paar Kurzgeschichten zu schreiben mit den Figuren aus dem Buch. Und da habe ich 2 sehr kurze Geschichten, also 2 kleine Kapitel noch mitgebracht zum Abschluss, die ich noch lesen möchte. Vielleicht kurz zur Handlung, da das nicht unwichtig ist. Es ist, wie gesagt, eine Autobiografie, also aus der Ich-Perspektive. Der Protagonist ist also als Ich-Erzähler und wohnt zusammen mit seiner Mitbewohnerin Gabi. Der Name fiel ja heute Abend auch schon mal, aber es ist wohl eine andere Gabi. Denn sie ist, um es ja salopp zu sagen, eine nymphomanische Trinkerin. Und diese beiden Personen verbringen zusammen den Lockdown. Und weil es ja schade wäre und aktueller denn je ist, dachte ich mir, man könnte auch diese Geschichten ja nochmal erzählen. Viel Spaß mit Text 1. Wusstest du, dass Inzest zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern in Deutschland erlaubt ist? Sag das nochmal, sage ich.
Wusstest du, dass Inzest zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern in Deutschland erlaubt ist und bei Minderjährigen ist es sogar gemischtgeschlechtlich erlaubt? Wiederholt Gabi sich. Nein, erwidere ich. Wie nein? Du kannst doch nicht einfach so gutes deutsches Recht verleugnen. Schlimm genug, dass Bayern das gerade mit dem neuen Gefährdergesetz tut. Nein, das glaube ich dir nicht, führe ich weiter aus. Du willst doch wieder nur mein Hirn mit gefährlichem Halbwahrheiten füttern, damit ich dann voller Überzeugung anderenorts herausposaune. So wie damals, als du mir hoch und heilig versprochen hast, dass man mit der KVB jetzt umsonst fahren könnte. Was kann ich denn dafür, wenn du mir immer jeden Unsinn abkaufst? Außerdem hat doch selbst der Kontrolleur darüber gelacht und abgesehen davon stimmt das hier, sagt Gabi und hält mir ihr Handy unter die Nase. Auf dem Display leuchtet eine Europakarte samt Legende. Nein, sage ich ein weiteres Mal und schüttle entschieden den Kopf. Gabi tippt kurz auf ihrem Smartphone herum und präsentiert mir eine weitere Karte einschließlich Wikipedia-Artikel sowie ein Auszug aus dem Gesetzbuch. Während ich lese, murmel ich leise mit. Paragraph 173, Beischlaf zwischen Verwandten. Geschwister werden nicht bestraft, wenn sie zur Zeit der Tatzeit noch nicht 18 Jahre alt waren. Es zählen lediglich vaginaler Geschlechtsverkehr, Oral- oder Analsex sowie Pettingfallen nicht ins Strafrecht unter Paragraph. Damit ist gleichgeschlechtlicher Sex innerhalb der Verwandtschaft nicht strafbar. Ich halte inne und starre Gabi fassungslos an. Das ist doch völlig absurd. Das ist bestimmt irgendein Uraltgesetz, das nie überarbeitet wurde. Stimmt, gesteht Gabi nickend ein. Zumindest nicht seit 2018. Zum Glück ist Zeitempfinden ja bekanntermaßen subjektiv. Der Sarkasmus in ihrer Stimme ist nun kaum noch überhörbar. Nein, das ist völlig absurd, entfährt es mir. Ja, das sagtest du bereits. Gabis Grinsen wird immer breiter. Ich nehme ihr das Handy aus der Hand und blicke noch einmal auf die Karte. Aber laut dieser Grafik ist Inzest zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern dann auch in Frankreich erlaubt und in Spanien und Portugal, in Russland. Tja, macht Gabi fröhlich und zuckt dabei mit den Schultern. Am besten gefällt mir persönlich ja Italien. Da ist es sogar in allen Variationen erlaubt, solange es keinen öffentlichen Skandal hervorruft. Es reicht, rufe ich plötzlich aus. Ich will das nicht mehr. Ich will endlich, dass dieser Lockdown aufhört. Ich halte all diese geisteskranken, irrelevanten Informationen einfach nicht mehr aus. Und auch nicht all die Ukulele spielenden Schimpansen auf Instagram, die Domino-Challenges irgendwelcher Leute, die einfach viel zu viel Zeug besitzen, die Quarantänewitze, die Klugscheißer, die Bilder von Haaren, die sich in 3 Wochen einfach kaum verändert haben, die Menschen, die in irgendwelchen Home-Videos irgendeine Scheiße nachspielen. Meine Stimme wird immer schneller und lauter. Die Diskussion darüber, ob die Bundesliga nun wieder losgehen sollte, das Gesicht von Jens Spahn, die ehemaligen Türsteher, die jetzt im Supermarkt mit lächerlich kleinen Fläschchen alibimäßig Einkaufswagen ansprühen, das ewige Mantra der Rätselei über die bekackten Soforthilfen, die Basteltutorials für kreative Gesichtsmasken, das Gesicht von Jens Spahn. Das Gesicht von Jens Spahn hattest du schon, wirft Gabi ein. Ich weiß, dass ich es schon hatte, schrei ich, aber es ist auch ein ganz schlimmes Gesicht. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will das alles nicht mehr sehen. Mit jedem meiner Worte bricht meine Mitbewohnerin ein heftigeres Gelächter aus. Ich werfe ihr einen vernichtenden Blick zu. Eilig, aber immer noch lachend steht sie auf, verlässt den Raum, während ich beginne, wie wild schreiend, gegen ein Kissen zu boxen. Ja, das war Kapitel 1 aus der Lockdown-Zeit im April. Wir machen zum Abschluss noch einen zweiten, einen etwas kürzeren. Und dann war es das auch schon von mir. Es ist der letzte Text, den ich in dieser Zeit geschrieben habe. Und auch jetzt ist er, was Kunst und Kultur angeht, leider immer noch sehr, sehr aktuell. Und er heißt Systemrelevant. Ist heute nicht Dienstag? Fragt Gabi. Ja, erwidere ich knapp. Schreibst du Dienstag nicht immer irgendeinen neuen erfundenen Mumpitz aus deinem langweiligen Leben auf? Es ist kein... Ja, aber heute nicht? Nee. Macht Gabi. Warum nicht? Ich fühle mich heute nicht systemrelevant genug, gebe ich zurück. Aber sonst schon? Gluckst sie. Ich zögere. Nee, eigentlich nicht. Also früher schon, aber in den vergangenen Monaten irgendwie nicht mehr so. Und wo ist dann der Unterschied zu letztem Dienstag? Nun, letzten Dienstag habe ich mir zumindest noch eingeredet, systemrelevant zu sein. Für wessen System denn? Fragt Gabi belustigt. Ich verdrehe die Augen. Na, für die vielen kleinen Systeme, die von den Menschen, denen Kunst und Kultur noch den Tag versüßen können. Gabi nickt. So. Und was ist passiert, dass du dir diese Relevanz jetzt nicht mehr einredest? Ich war im Internet. Ganz, ganz viel im Internet, stöhne ich resigniert. Aha, erwidert Gabi. Verstehe ich nicht.
Ich seufze. Also, es ist doch so, Kunst und Kultur sind systemrelevant, denn ohne diese beiden Dinge wären vermutlich alle Mitteleuropäer mittlerweile Banker oder Unternehmensberater oder so. Steile These, unterbricht meine Mitbewohnerin mich. Ich hebe abwimmelnd die Hand und rede einfach weiter. Jetzt ist es aber doch durch Corona passiert, dass sich ganz viele Künstlerinnen und Künstler mangels gesellschaftlicher Unterstützung im Internet tummeln und zumindest nicht in Vergessenheit zu geraten oder gar ein neues kleines Publikum zu generieren. Na, aber das ist doch eine gute Sache. Besser als den ganzen Tag nur auf der faulen Haut zu liegen, so wie du die halbe Woche, merkt Gabi an. Ja, antworte ich, aber halt nicht, wenn es alle für lau machen. Der Wunsch, irgendwie noch gesehen zu werden, ist mittlerweile so groß, dass es schon als unmoralisch gilt, als Künstler Geld für die Stunden an Arbeit zu fordern, die man mit dem Schreiben, Üben und Vorspiel eines neuen Songs oder Textes oder Videos hat. Deshalb ist der meiste Content dann eben auch nur so semi-geil. Grüblerisch beult Gabi ihre linke Wange mit der Zunge aus, dann sagt sie, aber geht es denn heutzutage nicht genau darum, durch geschicktes Social-Media-Management so viel kostenloses Aufsehen zu erregen, dass die Leute dann hinterher für exklusiveren Content, wie zum Beispiel eine Live-Show, Geld ausgeben? Ich nicke. Aber das funktioniert eben nicht für alle, Gabi. Nur bestimmte Beiträge generieren Aufmerksamkeit, damit dann Reichweite und schließlich ein passendes Zielpublikum. Egal, wie sich dieses Publikum letztlich zusammensetzt, am Ende musst du dich online trotzdem zum Affen machen, um eine Reichweite zu haben, die den Algorithmus beeinflusst. Du meinst also jemand, der ein berühmtes Video hat, in dem er beispielsweise nackt auf dem Dach eines hupenden, blinkenden Traktors den neuesten Thermomix verwendet, um Craftbier zu brauen, hat hinterher mehr Leute bei seinem Konzert stehen als derjenige, der tatsächlich ein Instrument spielen kann? Ja, genau so meinte ich das. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr Kunst und Kultur unterstützt. Es ist eine schwere Zeit für uns. Wenn die Politik uns hängen lässt, tut ihr das gerade nicht und macht das bitte weiter so. Ich ermutige euch, zu Shows zu gehen, die ein gutes Konzept haben. Ich ermutige euch, weiter Streams anzuschauen und Bücher zu kaufen, CDs zu kaufen. Bald ist Weihnachten. Es ist immer eine gute Gelegenheit, sowas zu tun. Und es hilft gerade jeder Künstlerin und jedem Künstler. Vielen, vielen Dank. Lennart Rosa aus Köln, meine Damen und Herren. Ein wunderbares Programm und mal endlich wieder richtig was zu lachen. So, mein lieber Matthias. Mein lieber Frank. Jetzt kommen wir zusammen, wir sitzen in unserem adventlich geschmückten Tisch am Paket. Das hast du mir noch gelassen, das ist schön. Nicht einen habe ich davon gegessen. Letztes Mal, als du hier warst, hast du erzählt, dass du im Quatsch Comedy Club bist. Jetzt bist du gerade ganz knapp, just in time quasi gekommen. Du warst noch Weihnachtsgeschenke kaufen, aber nicht für deine Frau, sondern du warst in der Kinderabteilung. Was ist passiert? Für meine Frau auch, aber okay. Tatsächlich habe ich, das hatte ich auch beim letzten Mal schon, ein Kind gekriegt. Das haben wir nur vergessen zu besprechen. Ganz ja, genau, Nachwuchs genau. Im Hause Marschall. Korrekt. Der hat jetzt auch Geburtstag gehabt, kürzlich im November und ja. Und dann gleich schon wieder Weihnachtsgeschenke für September. Und dann gleich schon wieder Weihnachten. Bisschen unglücklich, aber wird nicht gespart mit Weihnachtsgeschenken. Das ist schön. Was ändert sich da beruflich für dich? Sagst du jetzt mehr, okay, ich gehe mehr von den Erwachsenenprogrammen weg und mache jetzt mehr Kinderbücher vielleicht, die ich bespreche als Sprecher? Wäre das eine Idee? Ja, das ist mir tatsächlich in den Sinn gekommen. Und ich habe sogar so ein bisschen das Gefühl, ich könnte mal so ein Kinderbuch schreiben. Ich habe ja mal Linguistik studiert und auch da lernt man unter anderem in einem Fach mal, wie man Kinderbücher schreibt und wie Kinderbücher auf Kinder wirken. Und ich glaube, ja, es wäre mal an der Zeit, vielleicht so ein Buch zu schreiben. Mal schauen. Perfekt. Sag den Namen von deinem Kind, wie heißt es? Matti. Matti, perfekt. Matti, wenn du jetzt den Vati siehst, er macht wirklich nur Spaß und wir haben ihn dazu gezwungen. Denn es geht um die Spontangeschichte. Für Kinder geeignet diesmal, ja oder nein? Bedingt. Okay, also mit einem Ohr hinhören, das andere Ohr halten wir zu. Ich zeige wieder die Begriffe, du fängst an zu lesen. Dann gucken wir mal, alles natürlich von Begriffen, die unsere Zuschauer uns geschickt haben. Die haben wir dann ausgelost. Jo. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Unsere weihnachtliche Geschichte mit Matthias Marschalt. Vielen Dank. Viel Spaß. So, es geht los. Die Geschichte heißt Palindrom. Gisela ist verheiratet. Mit ihrer Sandkastenliebe Rudolf. Seit über 20 Jahren. So alt ist auch das Schild, das einen an der Haustür der beiden begrüßt. Hier wohnen Gysi und Rudi. Doch so lockerflockig, wie dieses Schild suggeriert, läuft es im Hause Alesig schon lange nicht mehr. Ja, genau. Rudolf Alesig heiratete Gisela Wurf. Doch dass Alesig ein Palindrom von Gisela ist, wissen die beiden wahrscheinlich bis heute nicht. Geschweige denn, was ein Palindrom ist. Nein, heute sind Gysi und Rudi eine Mischung aus Superspießer und Flodders. Also, sie ist der Spießer und er ist der Flodder. Eine explosive Mischung. Heute ist Sonntag, 2. Advent. Das heißt für Rudi
auf dem Sessel sitzen, im Fernsehen Telegeschichten verfolgen, Marzipan in sich reinstopfen und den Bratapfel essen, den Gysi zubereitet hat, weil bei seiner Backmethode nur Verbranntes rumkommen würde. Und das alles so zielsicher in die Zuckerschnute stopfen und dabei so viel Essen auf den Boden fällt, dass selbst das Krümelmonster neidisch wäre. Das ist Rudis Sonntag. Eigentlich solltest du mal aufhören zu fressen, Rudolf. Deine Klamotten passen kaum noch, brüllt Gysi aus der Küche. Klar passen meine Klamotten noch, Gisela, brüllt Rudi zurück. Nur eben nicht mir. Und schon verstarb dieses Gespräch, so wie viele Gespräche zwischen den beiden verstarben. Gisela, ich will mein T-Shirt waschen. Welches Waschprogramm muss ich wählen? Das steht doch da auf, was steht denn eigentlich auf dem T-Shirt, Rudolf? Metallica! Gespräch verstorben. Gisela schlägt vor, zu Weihnachten mal die Familie zu besuchen. Was Rudolf mit? Nee, sicher nicht die, abschmettert. Sag mal, wann bist du eigentlich so eine Spaßbremse geworden? Fragt Gisela. 19.11.1999, 10 Uhr. Ach, und auf einmal kennst du unseren Hochzeitstag. Und auch an dieser Stelle trauern wir um dieses Gespräch, das viel zu früh starb. Irgendwann, murmelt Rudolf vor sich hin, irgendwann schnappe ich mir das Bäckermesser, um sie in Schach zu halten. Fessel sie, schmeiße sie auf den Beifahrersitz. Diesmal verstarb sogar Rudis Monolog. Und zwar, weil er das Gesagte umgehend in die Tat umsetzte. Er schnappte sich das Bäckermesser, hielt Gisela in Schach, fesselte sie, schmiss sie auf den Beifahrersitz und raste los. Er raste aus der Stadt heraus, zur Landesgrenze, durchbrach die Zollkontrolle und fuhr mit allem, was der Golfkombi hergab, weiter nach Dänemark. Er schaute nur ganz kurz zu Gisela, die just in diesem Moment panisch rief, Rudolf, das Rentier! Endet da. Unsere weihnachtliche Spontangeschichte mit Matthias Marschalt. Ja, jetzt sitzen wir schön bei unserer Kerze, super, halten ein bisschen inne, denn jetzt kommt wieder wunderbare Musik von Cher. Und da freuen wir uns richtig drauf. Aber wie? Und das ist dann auch schon fast der Ausklang unserer Sendung. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Aber jetzt gute, besinnliche und vor allem tolle Unterhaltung mit unseren beiden Jungs von Cher. Bestimmt nicht, was in mir los ist, wenn ich nur mit
mit dir reden. Ich würde dir gern auch so viel davon zeigen, wenn das geht. Sie haben es gerade besungen, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Unsere Backzeit ist auch schon wieder rum. Das war die zweite Wortbäckerei in diesem Jahr, unsere Weihnachtsausgabe. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hier ist noch einmal Cher, herzlichen Dank an euch. Anne Barnes, herzlichen Dank auch, dass du dabei warst. Matthias Marschall mit der spontanen Geschichte und Lennart Rossa, unser Comedy-Autor aus Köln. Ja, danke, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder am 23.03. Dann haben wir wieder ein ganz tolles Programm für Sie. Unter anderem haben wir dabei, ach, ihr wisst was, ich sag's Ihnen gar nicht, es ist ja Weihnachten, man will Sie überraschen lassen. Deswegen wünschen wir Ihnen alle eine besinnliche, eine ruhige und vor allen Dingen eine gesunde Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie gesagt, am 23.03. sind wir wieder für Sie da. Dann geht's ja weiter mit der nächsten Ausgabe der Wortbäckerei. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, machen Sie es schön und bis im Frühjahr. Danke sehr.